Guten Abend, meine Damen und Herren. Bitte stellen Sie Ihr Fernsehgerät auf unser Testbild ein, damit die beabsichtigte Abstufung der Helligkeitswerte zur Geltung kommt. 1963. Der SR-Regisseur Truckbrands erfindet den Videoclip. Truck heißt eigentlich Kurt, kam in Berlin zur Welt und 35 Jahre später irgendwie zum Saarländischen Rundfunk. Sein Arbeitsplatz in der Fernsehregie muss ihn auf die Idee gebracht haben, eine ganze Sendung als Clipboard anzulegen. Kühne Bildgestaltung mit einfachsten Mitteln. Und Hildegard Knef wurde über Nacht zur Sängerin. Es war vor allen Dingen sehr billig und war ungeheuer erfolgreich. Im Nachbarland Frankreich fanden sich rasch weitere junge Talente, die Truckbrands beim SR in Szene setzen konnte, noch bevor sie zum Weltstar wurden. Herr Brands, wo haben Sie François Hardy kennengelernt? Ich glaube, vor 2 Jahren. Das erste Mal habe ich sie im Fernsehen gesehen. Im französischen Fernsehen? Im französischen Fernsehen, ja. Ja. Der Name François Hardy ergibt 14 Buchstaben. Und mit jedem Buchstaben fährt jeder einzeln nach vorne. Und aus diesen Buchstaben entwickelt sich die entsprechende Musiknummer. Studioaufnahmen kombiniert mit Außenszenen aus der Saarbrücker Umgebung. Frag den Abendwind. Man beachte die Schlackenhalde. Niemand sonst hätte damals so etwas als Location für ein Musikvideo gewählt. Truckbrands holte bald auch die ganz Großen in das kleine Fernsehstudio an der Saar. Monsieur 100.000 Volt bekam sogar eine eigene Show. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Nathalie, oui. Zwei, zeig mir mal den Kopf, wenn es geht ohne Mikro. Brauche zwei, Mensch, Junge, ich brauche das Loch von der Gitarre groß. Ich glaube, ich habe einen starken Tag heute. Prima! Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Und all das hat hier begonnen, mit Hildegard Knef auf dem Saarbrücker Hauptbahnhof. 1963.